Ich freue mich so sehr, dass Linda heute da ist. Linda, die ich schon so lange online kenne und bald nächste Woche auch live sehen werde. Herzlich willkommen, Linda. Ich danke dir, Sandra. Sehr schön, bei dir zu sein. Danke. Schön, dass du da bist. Und du hattest auch so den Impuls, du möchtest ein bisschen was über Teki erzählen, über deine Erfahrungen erzählen. Was hast du denn bisher also welche Seminare hast du denn bisher gemacht? Richtig online, diese Kurse habe ich besucht. Teki 1, 2 und 3, Ahnenkraft und Seelenkraft jetzt zum Schluss. Das war innerhalb auch einer relativ kurzen Zeit. Ich glaube, wirklich angefangen habe ich im Mai. Das ging alles ziemlich flott nacheinander weg. Wow. Und wie ist es dir ergangen? Was hast du so für Erfahrungen mit Tiki? Hat sich dein Leben verändert? Hat sich dein Denken verändert? Haben sich deine Beziehungen verändert? Gehst du anders mit Herausforderungen um? Ja, Wie ist alles? tatsächlich so. Es hat sich alles irgendwie grundlegend verändert. Also es ist natürlich auch ein Auf und Ab. Ich bin nicht immer nur, dass ich denke, ja, diese Herausforderung möge kommen, ich nehme sie an, sondern manchmal ist es auch so, dass ich denke, oh, muss das sein? Und habe das Gefühl, zurückzufallen. Aber insgesamt merke ich, dass ich viel klarer auf alle Sachen blicke, dass ich viel mehr bei mir bin, dass ich die Sachen viel besser überschauen kann, dass ich viel leichter in eine Ebene reinkomme, die nicht identifiziert ist mit dem, ne, mit dem Ego, wie ich das früher einmal gemacht hätte, wo es mich auch völlig aus der Bahn geworfen hat, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht mal in der Familie angetriggert wurde, wo ich, weiß ich nicht, wo ich nicht mit umgehen konnte. Das hat sich vollkommen und grundlegend verändert. Und ich weiß vor allem mit meinem Chef, ich arbeite in der Goldschmiede, und mein Meister, mit dem bin ich viel aneinander geraten. Wir haben uns viel, wow, was haben wir uns gezankt, aber das hat sich auch vollkommen verändert. Das ist überhaupt nicht wiederzuerkennen, die Beziehung zwischen ihm und mir. Das ist so viel liebevoller, so viel mitfühlender und so, ich weiß nicht, also wirklich ein riesengroßes Geschenk, diese Beziehung zu haben. Und das ist im Grunde spürbar in allen Bereichen, auch wenn ich natürlich etwas ungeduldig bin, dass nicht alles schon perfekt ist und dass nicht alles schon so ist, wie es sein könnte. Aber insgesamt, wenn ich so zurückblicke, ich habe wenig Berührungspunkte mit dem, was ich früher gewesen bin. Ich bin eine andere, habe das Gefühl. Auch wenn ich außen wahrscheinlich immer noch genauso aussehe wie vorher, aber ich bin anders geworden. Das hat sich vollkommen verändert. Entwickelt, also die Wickel, die dich vorhin umhüllt haben, so losgelassen. Hast du konkret an diesen Themen gearbeitet? Also gerade die Beziehung zu deinem Chef, hast du da konkret harmonisiert, Dinge aufgelöst oder hat sich das einfach so nebenbei verändert, weil du eine andere Ausstrahlung bekommen hast? Bei ihm hat sich das, also ich sage es ausgerechnet von ihm so sehr, weil ich mich mit ihm, er war der Einzige, mit dem ich mich so richtig fetzen konnte. Das habe ich früher noch nie gekonnt, das habe ich nie gemacht und das ging mit ihm fantastisch. Deswegen fiel es mir bei ihm eben so sehr auf. Ich habe natürlich bestimmt auch mal eine Beziehungsharmonisierung mit ihm gemacht, aber es ist nicht so, dass ich da im Speziellen wirklich an ihm und mir gearbeitet hätte. Das nicht. Das ist irgendwie nebenbei abgefallen. Nee, da habe ich gar nicht wirklich dran gearbeitet. Das kam einfach, weil, ja, weil du, wie du sagst, es sich entwickelt hat. Ich da bin. Ja, das finde ich immer so spannend, weil manche Themen geht man ja ganz konkret an. Das sagst du ganz konkret, also hier dieses Thema, das geht gar nicht mehr, das möchte ich so und so verändert haben. Und dann hast du da verschiedene Werkzeuge natürlich, um das zu tun, ja. Aber ich höre eben auch immer wieder, dass sich manche Dinge auf einmal so in Luft auflösen, weil man sich eben selbst verändert hat oder weil man irgendwo bei einer ganz anderen Sache ein Urtrauma transformiert hat und da hing das eben zufällig auch mit drin. Und das ist eigentlich das Schöne, dass du einfach merkst, oder nicht du, ich spreche jetzt von mir. Ich hoffe aber, dass es allen so geht. Mir ging es ja auch so damals, dass ich einfach so peu à peu gemerkt habe, ach, jetzt ist die Situation hier. Oder jetzt sagt sie oder er irgendwas zu mir, da hätte ich früher irgendwie jetzt so und so reagiert. Ich tue es aber nicht mehr. Ich ärgere mich nicht, ich fühle mich nicht angegriffen, ich fühle mich nicht beleidigt. Im Gegenteil, ich sehe gerade die Not des anderen, warum er oder sie sich so verhalten muss. Ja, genau, ganz genau. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, hast du nicht. Das finde ich total spannend, weil du dann einfach merkst, okay, das war ich gar nicht. Das war irgendein
mir übergestülpter Teil, irgendein Verhaltensmuster, irgendeine innere Überzeugung, die das gemacht hat, ja, die damit was in Resonanz gegangen ist, eine alte Verletzung auch oft, und die ist jetzt aufgelöst und jetzt gibt es keinen Grund mehr für mich, irgendwie hier gerade überzureagieren. Den gibt es einfach. Ja. Und es macht so unglaublich gelassen. Ja, das tut's. Nicht in jedem Moment. Ich kriege natürlich, habe ich Augenblicke, wo ich gar nicht gelassen bin, aber irgendwie auch schön, weil ich jetzt weiß, okay, interessant, ich bin gerade nicht gelassen, was kann ich tun? Das ist ja, also weißt du, das, naja, man kann ja jetzt arbeiten, man weiß ja jetzt, wie es funktionieren kann, und meistens schafft man es dann ja auch irgendwie, das dann zu wenden, das, ja, in eine andere Richtung zu lenken. Ja, und vor allem, du beobachtest dich wirklich, ja, also das Denken verändert sich dann auch, du blickst drauf und, oder? Ja, genau so, ganz genau so, und das ist, weißt du, ich habe angefangen mit Tee, ich habe im November, habe ich dein Buch bestellt, da lag ich mit Corona krank im Bett und habe irgendwie, mir hat alles wehgetan, ich konnte nichts machen, ich konnte nicht gucken und ich konnte nicht denken, das hat alles irgendwie wehgetan, also alles, was so mit Sinn zu tun hatte, außer das Hören hat funktioniert, also fing ich an, Podcasts zu hören, und da bin ich dann irgendwie auf dich gestoßen, und das hat mir gut getan, habe ich gemerkt, und habe dann dein Buch bestellt, und das habe ich dann gelesen und dann mich erst im Mai, aber immerhin im Mai, angemeldet für dein Seminar. Und ich weiß nicht, da liefen immer noch so zwei Sachen parallel in mir. Dieses, ich will unbedingt, und das, oh, was soll denn das? Muss das sein, Linda? Musst du das wirklich machen? Weißt du, das waren so zwei Ströme, die sehr, sehr stark nebeneinander her waren. Und dann war das Tiki 1 durch und ich dachte so, jetzt muss doch irgendwie mit Paukenschlag alles anders sein. Natürlich war es das nicht. Und dann wurde ich ungeduldig. Aber trotzdem, ich konnte nicht anders, mich sofort für Tiki 2 angemeldet. Und dachte so, oh, muss das sein? Aber es musste sein. Ich konnte nicht anders. Es hat mich so reingezogen. Und so war es dann irgendwie, im Grunde hat es mich genauso weitergezogen, bis dann, ich glaube, Mitte Juli war Tiki 3 zu Ende. Und da wusste ich, oh, Urlaub. jetzt kann ich erstmal durchatmen. Und das war auch so schön, weil ich wusste, okay, es ist vorbei. Es ist durch irgendwie. Das war ein ganz sonderbares, wunderschön gelöstes Gefühl. Und ich wusste, yeah. Keine Ahnung was, aber yeah, das wusste ich. Also mir kam aber auch gerade, was das war. Bei dir war wahrscheinlich diese Rückverbindung und das Urtrauma der Trennung von allem, was ist, sehr intensiv, oder? Ja, das war doll. Das war stark. Und wahrscheinlich konnte alles andere bisher noch gar nicht richtig rein bei dir, weil dieses Urtrauma noch so stark gewirkt hat. Und drum musstest du auch so durchrasen, weil du intuitiv wusstest, bei Tiki 3 kommt die Erlösung und dann kann ich auch alle anderen Werkzeuge anders. Ja. Genau. Ja, ja, das war interessant. Ja, und deswegen, weißt du, deswegen ist es auch für mich eigentlich, das ist so eine Botschaft, die ich raussenden könnte. Macht Tiki so weit, wie ihr kommt, irgendwie macht durch, auch wenn da immer wieder diese Stimmen sind, die sagen, oh, nein, ich will nicht. Weil das ist so kostbar am Ende. Das ist so, ja, wirklich, das ist eine andere Welt, in die man blickt. Das ist, ja, man macht die Augen auf und alles ist neu. Ja. Du blickst aus einer anderen Welt raus. Okay, ja, genau. Ja, das ist es. Ja. Ja. Voll schön. Total schön. Ja. Ja. Ja, und jetzt weiß ich, dass ich, also klar, ich bin Goldschmiedin, ich habe ein Handwerk erlernt und mache meinen Meister jetzt. Aber ich weiß jetzt auch, dass das nicht alles sein wird. Ich weiß, dass ich jetzt auch, ich muss anderen Leuten zur Verfügung stehen damit. Das geht nicht anders. Das ist so, ja, eigentlich hätte ich das längst schon machen wollen. Natürlich schaffe ich das zeitlich nicht, aber ja, das ist das Nächste, was bei mir mit dazu kommt. Auf jeden Fall möchte ich als Heilerin arbeiten. Das muss sein. Wer weiß, vielleicht wird das ja auch noch irgendwie verbunden. Vielleicht bist du ja eine geborene Alchemistin, die dann Niederes in Gold verwandelt. Ja, das tun wir ja im Prinzip mit Tiki. Genau. Wir graben das Unerlöste, das Dunkle, das Festsitzende raus, erlösen es. Und es ist dann im goldenen Licht sozusagen der neuen Welt auch. Ja. Ich erlebe es immer wieder, dass Menschen so sagen, ich möchte dann nur noch Tiki machen und nur noch... Und dann stellt sich so eine Mischung ein. Und das finde ich total schön, weil natürlich freue ich mich auch über jeden, der nur Tiki macht. Aber ich sehe uns auch so ein bisschen als Geheimagenten der Liebe, weißt du? Und
dann ist es doch schade, wenn jeder aus seinem Job rausgeht und da rückt wieder jemand nach, der eben das nicht spirituell angeht. Und du kannst im Prinzip an jedem Ort, in jedem Beruf, wo du bist, kannst du einfach Liebe verbreiten und kannst du den Menschen was mitgeben, ja? Was du für wundervolle Eheringe oder sonst was herstellen würdest, mit all der Energie darin und mit alles, was da reinfließt, ja. Mhm. Ja, wirklich Magie pur. Mhm. Ja, ja, das glaube ich. Oder auch der Busfahrer, der morgens einfach alle mal mit einer netten Durchsage erfreut. Oder die Lehrerin, die besonders liebevoll mit ihren Schülern umgeht und das Beste aus ihnen herausholt. Ja? Also wir können einfach überall in jedem Beruf eben mit Teki zusätzlich noch wundervoll wirken. Und das wünsche ich mir eigentlich, dass es sich so verbreitet. Nicht, dass jeder nur noch Teki machen möchte, sondern dass Teki alles unterwandert, positiv unterwandert. Genau, ganz genau. Ja, das tut. Und das ist auch schon, naja, natürlich, klar, die Kunden kriegen das ja bei uns auch ab. Die kriegen das ja auch mit. Und sagen Sie das auch? Spüren Sie das? Ja, natürlich, Sie spüren es. Mhm. Okay. Ja, super. Das freut mich total, auch so einfach mal zu hören, auch jemand, der so schnell durchgegangen ist, ja. Weil meine Empfehlung ist ja, lasst ein bisschen Raum. Teki 1 und Teki 2 können eng aneinander sein, aber zu Teki 3 lass ruhig mal paar Monate vergehen, mach dazwischen vielleicht mal ein kleineres Seminar und du hast dir alles in 4 Monaten reingezogen, oder? Nee, warte mal, Seelenkraft war zum Schluss, das habe ich dann im August gemacht, das war dann schon in meinem Urlaub quasi, also in meinem geführten Tegi-Abstein-Urlaub. Ja, das kam dann zum Schluss, aber nichtsdestotrotz, das war ein Durchrennen und ich habe gedacht, mein Gott, muss das wirklich sein, aber es musste sein, das war phänomenal, dass es mich da so gezogen hat, dass das da so eindeutig war und dass ich eigentlich im Grunde, ich musste mich ergeben, weil es gab keine andere Möglichkeit. Und hast du das Gefühl, dass du trotzdem jetzt alle Werkzeuge nutzen kannst, also dass du jetzt das wirklich auch integriert hast? Oder ist dir da vielleicht auch manches verloren gegangen, wo du sagst, ah, das muss ich vielleicht mal nochmal nacharbeiten? Ich habe den Wunsch, Dinge nachzuarbeiten. Also das Ahnenkraft-Seminar habe ich nochmal, die Meditation, die du da zur Verfügung gestellt hast, die habe ich nochmal gemacht, ich war letzten Monat einen Monat an der Ostsee bei meiner Oma und habe versucht, intensiv Zeit mit ihr zu verbringen und eben auch mit meinen Ahnen. Da habe ich die Meditation alle nochmal durchgemacht, also so peu à peu eben, weil das alles so schnell ging seinerzeit, so peu à peu versucht da jetzt das Ganze nochmal wirklich mit Genuss zu machen und wirklich, ja, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich es nicht könnte. Das ist wirklich, es ist im Grunde, es ist alles da und ich weiß, ich kann mit allem irgendwie umgehen. Es ist nur für mich jetzt interessant, das nochmal dann auch für den Verstand irgendwie nachzulesen, was habe ich da eigentlich gemacht und was ist das eigentlich? Ja, und jetzt wirklich jetzt das Ganze mit Genuss, jetzt mich darauf einzulassen. Schön. Und manchmal kommt es dann doch nochmal tiefer. Also das merke sogar ich. Ich habe manchmal so, wenn ich ein Seminar, also auch ein Präsenzseminar gebe, habe ich so das Gefühl, oh, die Übung machst du gerade noch selber nochmal mit. Ja, und dann kommt irgendwas Neues noch dazu. Irgendeine Information, die bisher noch nicht durchgekommen ist, die kommt dann. Also das ist echt spannend, auch wenn so das Große weg ist, weißt du? Wenn du in der Übung beim ersten Mal, ist es ja oft so bei den Übungen, dass sie wirklich auch sehr tiefgreifend sind und dass da auch noch nachwirkt. Und wenn dann nachher nur noch so ein Staubkorn ist, das kannst du umso besser drehen und wenden und von allen Seiten anschauen und wirklich verstehen. Also deswegen, ich finde es immer gut, wenn man die Dinge nochmal wiederholt, nochmal macht. Ja. Ja, klar. Es zeigen sich dann ja auch wirklich auch bei mir andere Sachen. Verändert sich auch und wird anders. Und auch jetzt da sowieso, dadurch, dass ich viel, viel mehr Sicherheit im Laufe der Zeit ja gewonnen habe im Wirken mit mir und mit anderen, ist das auch, weißt du, anfänglich habe ich immer noch, naja, da ist man ja mit diesen Zweifeln behaftet, ist das jetzt wirklich so und muss das so und so sein? Und mittlerweile bin ich da viel, viel gelassener und lockerer. Ich bin in dem Vertrauen, natürlich funktioniert es und natürlich ist es da. Ja, dadurch fühlt sich eben auch jede Meditation anders an, auch die vom Anfang. Deswegen ist es auch schön, das jetzt nochmal zu machen, eben mit dem Abstand, mit der Sicherheit. Eben wie du sagst, wenn da wirklich die Rückverbindung, klar, wenn da sowieso dieser große Bremsklotz dazwischen war, dann ist es ja jetzt nochmal wirklich eine ganz andere Art, mit den Meditationen umzugehen. Genau, auf jeden Fall.
Hast du dich denn in der Weltenlichtergruppe dann so vernetzt mit den anderen? Habt ihr euch gegenseitig behandelt auch oder Übungen gemeinsam gemacht oder warst du immer alleine? Nee, auch mit den, nee, in der Weltenlichtergruppe, die ist da wirklich hilfreich gewesen. Das, ja, war immer mal mit jemandem geübt, auch hier in Berlin, mich mit Leuten getroffen, schon richtig face to face. Yes. Ja. Und dann auch Leute behandelt, die auf mich zugekommen sind, dann von außen. Nicht mal unbedingt aus meiner Familie, sondern wirklich von außerhalb. Also die auf mich aufmerksam geworden sind durch irgendwelche Zufälle. Super. Und klappt das bei dir genauso gut, beziehungsweise klappt eines davon besser? Weil ich habe so festgestellt über die Jahre, dass es meistens so einen Schwerpunkt gibt. Entweder kannst du besser mit anderen arbeiten und bei dir selber siehst du nicht so gut ran oder andersrum. Ich arbeite vor allem lieber mit anderen, habe ich das Gefühl. Ich habe mir immer noch nicht, also es funktioniert viel, viel besser für mich mit anderen. Vielleicht ist es deswegen auch, dass es mir da leichter fällt oder dass ich das sowieso lieber mag. Was aber auch nur zum Teil stimmt, weil ich mache eigentlich nämlich morgens oder abends irgendwann im Laufe des Tages immer die Zeit für Tiki, weil das eben, das muss sein. Das ist so meine Kleinigkeit. Das muss ja auch gar nicht lange sein. Aber so ein bisschen mich bewusst damit nochmal verbinden, das möchte ich. Das möchte ich immer. Aber eigentlich doch, eigentlich arbeite ich lieber mit anderen oder für andere. Aber es geht beides gut. Es geht beides gut, ja. Es ging bei mir anfänglich nicht so gut, bei mir selbst. Aber das hat sich auch verändert. Beziehungsweise es war auch schwankend anfänglich. Mal war es total, dass ich dachte, wow, das waren vielleicht die kleinen Appetithäppchen, dass ich weitergemacht habe. Ich weiß nicht. Nee. Aber jetzt, doch, doch, jetzt ist es alles so, wie es sein soll. Also ich kann mich da nicht beschweren. Es ist jetzt nicht so, dass ich pausenlos immer nur die Mega-Filme vor mir habe, aber es ist genug da, genug Wissen, das ist vor allem immer das Wissen, das war auch, das sagst du ja auch selbst, diese Sinne, die sind ja alle da und das war früher bei mir ja auch, dass ich, und jetzt erst erkenne ich, ach so, das war das. Genau. Naja, und So okay. eine Bedienungsanleitung für dich selbst. Ja, genau so, jetzt begreife ich rückwirkend, also was ist da passiert, was habe ich da gemacht und auch schon, dass ich da auch schon mit anderen Wesen vielleicht in Kontakt gewesen bin früher. Und jetzt realisiere ich, was das war. Und jetzt kann ich es einordnen und jetzt kann ich auch bewusst dahin steuern und bewusst so Sachen machen. Ja. Toll. Ich weiß gar nicht mehr, was du gefragt hast. Ich habe mich verlaufen. Nein, du hast sie nicht verlaufen. Also passt alles, passt alles. Ich weiß die Frage auch nicht mehr, aber ich war voll bei dir. Alles gut. Ja, super schön. Ich danke dir ganz herzlich für diese Ausführungen. Das hat bestimmt auch noch manche Menschen jetzt einfach erreicht, die vielleicht noch gerade am Schwanken sind und sich einfach auf diesen Weg zu begeben, vertrauensvoll. Und ich danke dir ganz herzlich. Möchtest du noch irgendwas sagen zum Abschluss? Was möchte ich sagen? Naja, es ist abgedroschen, aber ich bin dir wirklich dankbar dafür, dass du das gemacht hast, dass du das ins Leben gerufen hast, dass du es möglich gemacht hast. Vielen Dank dafür. Und danke auch allen anderen, die dieses wunderschöne Tiki-Feld speisen und füttern. Ja. Ja, das ist es. Ich danke dir. Ich lebe einfach nur meinen Seelenplan und weil ich weiß, wie schön und wie wichtig das ist, gibt es Teki. Ja, weil so kann auch jeder andere in seine Kraft kommen und das ist das Einzige, was mich dabei interessiert. Ja, also dass wirklich jeder in seine Kraft kommt, weil die Guru-Zeit, die ist absolut vorbei. Das war einmal. Ja, heute muss jeder sein eigener Guru sein und jeder sein eigener Chef sein. Ja, und da. Es ist so schön zu erleben, wie jeder so in seine Kraft kommt, in seine Essenz wiederkommt, wenn er es wirklich möchte. Ja. Genau. Und das ist wirklich, das ist das allergrößte Geschenk, dass ich endlich, ja, also im Grunde die Königin ist back. Ja. Ich bin wieder da. Also, oder jetzt da, keine Ahnung. Aber es ist Selbstermächtigung. Was du da machst, das ist Selbstermächtigung und das ist so kostbar. Ja, danke. Vielen, vielen Dank, Linda. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ja. Weiterhin danke. Und euch zu Hause natürlich auch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das Video schaut. Tschüss.